Fernsehen könnte bald wieder Spaß machen. Ich darf verkünden, Claudia South Club, Claudia Champagne Club. Na dann Prost. Und ja, wir hatten 2 Tage Politik-Krimi. Deshalb heute keine Politik, sondern nur ehrlicher, guter Trash. Denn es ist Champagner-Donnerstag. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, trink ein Glasel Champagner. Ja, daran könnte ich mich gewöhnen, aber... Das ist fatal! Fatal, ja. Heute geht es um Claudia Obert. Die Modeunternehmerin ist nicht nur eine echte Lebefrau, sondern auch ein ziemliches Medienphänomen. Ich bin halt Naturtalent und ich bin auch so im richtigen Leben, ne? Es gibt nichts Schöneres, als wenn jemand Bauchschmerzen vor Lachen hat aufgrund meiner Person. Das ist jedenfalls viel schöner wie ein Magengeschwür vor Ärger. Ja, und jetzt heißt es, Claudia geht als nächstes in den RTL-Dschungel. Lustig wäre das bestimmt. Moment, fehlt da nicht noch was? Da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Na, wenn es Ihnen Spaß macht. Ob das Dschungelgerücht wirklich stimmt, ist aber noch nicht ganz klar. Die Info kommt nämlich von der Bild und die spekulieren da gerade. Deshalb haben wir Claudia Obert einfach mal selbst gefragt. Also ich sag niemals nie, aber Schweinesperma stehe ich nicht so drauf. Was Claudia Obert uns alles erzählt hat, warum wir sie für die perfekte Dschungelkandidatin halten und wie Bild und RTL in Sachen Dschungelcamp die optimale Hassbeziehung führen. Jetzt. Claudia Champagne-Klo. Das Dschungelcamp, das deutsche Squid Game. Claudia Obert soll da laut Bildinformationen im Januar mitmachen. Die deutsche Shampoos-Königin endlich wieder im TV. Nur einmal schlafen und dann wird gebumst. Aber ich wollte doch nur wissen, wann Weihnachten ist. Wir glauben, das wäre genial. Immerhin ist die Frau wie gemacht fürs Trash-TV. Allein wie lässig sie mit Hatern umgeht. Also behaupten könnt ihr, was ihr wollt. Darauf reagieren wir leider nicht. Ja, das... Absolut nicht. Hauptsache, Ihnen beiden geht's gut. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und... Ja. Aber im Ernst, es gibt etliche Gründe, die für Claudia Obert sprechen. Der offensichtlichste Grund, Claudia Obert weiß, wie gutes Fernsehen funktioniert. Sie ist eine richtige Reality-Veteranin. Sie war unter anderem schon bei Promis unter Palmen, Kampf der Reality-Stars oder auch Promi Big Brother. Jetzt hätte ich Lust auf Wein, nachher vielleicht auf Bier, immer auf was anderes, dann auf Gin Tonic, Champagner, sonst was. Am meisten trinke ich eigentlich Champagner oder Roséwein trinke ich auch gern. Obert ist derart Trash-TV erprobt, Sat.1 hat ihr sogar eine eigene Dating-Show geschenkt, Claudias House of Love. Es gibt 3 Sachen, denen sie zugetan sein müssen. Gut essen, gut trinken und Sex. Du bist so schön. Fuck you. Ah, ein weiterer Absolvent der Wolfgang Kubicki Flirt Academy. Sie weiß auf jeden Fall, wie es läuft. Außerdem, Claudia Obert liebt den Luxus. Ich kauf das, Leute. I need that. I'm used to that. I want my champagne. Hot sex and cold champagne, please. Von diesem krassen Luxus in den wilden Dschungel, das wäre ein lustiger Kontrast. Dramaturgisch gesehen hat das schon so oft funktioniert, wie zum Beispiel bei Angela Merkel, als sie bei WrestleMania gekämpft hat. Oder Daniela Katzenberger, als sie in Den Haag Kriegsverbrecher verurteilt hat. Oder als Sauron damals ein Praktikum als Straßenlaterne gemacht hat. Fast der wichtigste Grund wäre aber, Claudia Obert ist meinungsstark. Das stellt sie immer wieder unter Beweis, auch wenn es um andere Themen geht als Champagner. Gibt es denn einen Politiker, wo Sie sagen, der ist gut, der hat einen guten, ehrlichen Politikstil? Nee, alles Lutscher. Claudia Obert teilt gegen Politiker aus. Und was sagen die Lutscher? Ja, was ist die Frage? Obert ballert ohne Filter einen Hot-Take nach dem anderen raus und ist dann auch noch schlagfertig. Sogar bei uns, als wir sie nach ihrem Beziehungsstatus gefragt haben. Ich würde sagen, geil. Ja, so spricht jemand ohne Filter. Kein langes Nachdenken, keine Vorsicht. Weil vorsichtige, kontrollierte Kandidaten im Dschungelcamp wären ja auch fürchterlich langweilig, wenn die zur Sicherheit auch noch ihren Anwalt dabei haben. Was kannst du eigentlich richtig? Gibt es irgendetwas, das du richtig kannst? Das müssen Sie nicht beantworten. Aber vermutlich haben wir uns da zu früh gefreut. Sicher ist nämlich noch gar nichts. Allerdings bei Bild hat sie das bestätigt. Ich brauche nicht viel, nur Valulas Videos.
Morgens war Lulis, mittags war Lulis und am Abend dann Champagner und war Lulis, ja? Ja, Lulis sollten auch alle abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Macht ein Abo! Die Bild spekuliert mal wieder wie wild. Das hat bei denen quasi Tradition. Und jetzt heißt es eben, Würmer statt Shampoos, die Obert zieht ins Dschungelcamp. Claudia Obert selbst hat auf Instagram aber schon mehr oder weniger abgewunken. Und uns hat sie höchst exklusiv verraten, warum. Bis jetzt habe ich andere Baustellen, auf denen ich arbeite, die mir viel besser gefallen, als mich da durch Ratten und Schlangen zu wühlen und diese bemitleidenswerten Gestalten dazu begleiten. Ne? Die Bild gibt trotzdem nicht auf. Heute Morgen haben sie noch mal nachgelegt. Dschungelcamp rückt näher, Obert schlemmt, solange es noch geht. Vor den Ekelprüfungen speiste die Trash-TV-Ikone lieber noch mal im edlen Fischereihafen-Restaurant. Die wollen ihren Auftritt da so richtig herbeischreiben. Und Claudia Obert weiß auch, warum. Die Bild hat es ja von RTL und die wollen unbedingt, die wollen mir eine Reise nach Australien finanzieren, die aber ein paar negative Begleiterscheinungen hat, fürchte ich. RTL benutzt Bild also, um Druck aufzubauen. Und die Bild dankt freundlich für die Exklusivinfos. Diese Teamarbeit gab's bei den beiden in Sachen Dschungel schon ewig. Schon vor knapp 10 Jahren hieß es, wie in den Vorjahren gehen Bild und RTL in Sachen Dschungel eine perfekte mediale Symbiose ein. RTL liefert das Freiwild und Bild schießt es ab. Früher hat RTL der Bild während der Dreharbeiten auch immer exklusive Einblicke gegeben. Die Bild hatte sogar eigene Reporter am Set in Australien. Doch 2019 gab es dann plötzlich Stress. Die große Enthüllungsserie Bild entlarvt alle schmutzigen Tricks beim Dschungelcamp. Mensch, das ist ja bodenlos. Bild war angeblich sauer, weil RTL auf seiner Webseite angefangen hat, Boulevard-News zu verbreiten. Ab da gab's dann Zoff. RTL hat Bild aber voll ins offene Messer laufen lassen und den gesamten Fragenkatalog mit sage und schreibe 76 Fragen von Bild einfach selber veröffentlicht, inklusive der Antworten. Warum ist unter dem Plumpsklo ein meterlanger Schacht in die Tiefe? Unter dem Klo gibt es keinen meterlangen Schacht. Warum wird der Wasserfall nachts abgeschaltet? Weil der Wasserfall nachts nicht benötigt wird. Und so geht's ewig weiter. Ist es richtig, dass die Security-Mitarbeiter teilweise bewaffnet sind? Nein. Warum ist im Dschungelsee Chlor? Im See ist kein Chlor. Warum wird seit 5 Jahren kein Känguruhoden mehr serviert? Dafür gibt's keinen bestimmten Grund. Aber Symbiose ist Symbiose. Und auch jetzt bei Claudia Obert scheint sich das Dschungelthema für Bild und RTL wieder zu lohnen. Denn alle relevanten Medien ziehen mit. Claudia Obert zieht auch sie ins Dschungelcamp. Dschungelcamp-Hammer, jetzt sollen es alle wissen. Claudia Obert soll heiße Kandidatin fürs Dschungelcamp sein. Bleibt die Frage, ob sie doch noch schwach wird. Noch hat man keine Geldsorgen abends an der Bar und kann sich einen gönnen. Und wenn es aber mal so weit ist, dann muss man auch über Maßnahmen nachdenken, die vielleicht nicht so lustig sind. Wie Dschungelcamp. Und Markus, freust du dich schon aufs Dschungelcamp? Nein, so ein Drecks-TV schaue ich nicht, wie Dschungelcamp oder so. Ich bin eher Team Promi Big Brother. Ah, cool. Und was denkt ihr über Frau Obert? Echtes Trash-Gold oder... Was ist die Frage? Willkommen bei eurer Dschungelprüfung Tisch des Todes. Hier ist irgendwo ein Abo-Button versteckt. Packt den bitte in euren Account, weil wir können nur die Abo-Buttons werten, die am Ende auch in eurem Account sind. Hier Oberts, ein Video von uns. Und hier unters gibt's von Game 2 die legendärsten Cheatcodes. Na, wer es nötig hatte.